Und jetzt beginnt ja hier die Show. Und ich bitte jetzt mal um einen tosenden Applaus für den ersten Comedian in 2023 in dieser Show. Hier kommt für Sie Stefan Danziger. Viel Spaß! Weil jeder Waggon in der Berliner U-Bahn hat einen Irren bei sich drin. Weil das ist so, weil die Berliner Verkehrsbetriebe, die haben morgens um 4 immer so ein Casting. Da stehen die in der Reihe und sagen, ah, der besoffene Typ, der alle anschreit, Waggon 3, bitte viel Spaß, toi toi toi. Der kreckrauchende Typ, der irgendwann einschreist, Waggon 7, bitte viel Spaß. Sagen Sie nicht, wann es passiert, das soll eine Überraschung bleiben. Die Musiker, wir haben auf euch gewartet. Ihr dürft natürlich in alle Waggons, aber nur ein Song, Hit the Road Check. Viel Spaß. Und so wird es entschieden. Und dieser junge Kollege, das ist wirklich so eine Frohnatur. Dem scheint wirklich die Sonne aus dem Arsch. Also sowas braucht man auch hinter der Bühne. Ja? Einen, der so ein bisschen auch gute Stimmung und positive Stimmung verbreitet. Und das hat ihn nun hier ganz besonders zusätzlich noch qualifiziert. Außerdem ist er noch ein ganz toller, junger, aufstrebender Comedian. Bitte begrüßen Sie zum ersten Mal im Werkstatt Comedy Mix Niklas Amling. Viel Spaß! Hallo. Ich bin Ihre Frohnatur. Manchmal ist mein ADS auch lieb, ne? Ich komme dann so in die Waschküche und dann sage ich so, Niklas, das Waschmittel riecht aber wirklich vorzüglich. Lass uns mal herausfinden, ob es auch so gut schmeckt, wie es ist. Dann stehe ich vor der Waschmaschine und gieße mir so einen Schluck ein. Währenddessen denkt sich mein Scheißgehirn, ah ja, genau, deswegen liefern die Becher mit. Ich bitte jetzt mal einen riesen Applaus für Kevin O'Neill. Viel Spaß! Auf Leute, die noch nie was von Beatboxen gehört haben, die gar nicht wissen, was Beatboxen ist. Und dann sage ich, pass auf, ist ganz einfach, ich mache verrückte Dinge mit meinem Mund für Geld. Kam besonders bei den Mädels immer ganz gut an, bis ich gesagt habe, dass ich Kevin heiße. Waren sie wieder alle weg. Nicht nur gelbe Karte, rote Karte, sondern auch schwarze Karte. Schwarze Karte kommt, wenn so ein Fußballer hinfällt und sich mehr als 10 Sekunden auf dem Boden windet, ja, dann kommt der 7. Offizielle mit einem Bolzenschuss geriert. Wie bei dem Pferd, da ist er. Ich sehe schon so bei manchen Frauen diesen Mutti-Instinkt. Der Junge, der kippt gleich um. Keine Sorge, ich nutze andere Öffnungen zum Atmen. Ja, ich habe getanzt, ne, mit so einer Frau so. Und das wurde dann immer heißer und immer intimer. Dann habe ich gedacht, dass ich die küssen kann, ne? Aber nicht die küssen. Dann hat ich mir einen Kopf gegeben. Und sie gesagt, gib mir erst mal einen Aus, bevor wir rummachen. Meine Familie ist voll arm. Ich finde es eine komische Art und Weise zu flirten. Weil ich gehe auch nicht zu Frauen hin und sage, heb mich mal bitte hoch, bevor wir rummachen. Meine Familie ist voll klein.